Okay, ich habe fast ein bisschen übertrieben. Also es schaut jetzt fast aus, als ob ich es jetzt schon abbauen würde. Ich denke, es wird jetzt nicht für immer hier stehen, aber vielleicht für ein paar Wochen mal vorübergehend. Die hier, und die finde ich richtig cool, das kommt jetzt, glaube ich, von der Farbe gar nicht so rüber. Willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mal mit bei einem normalen Tag bei mir hier im Studio und zeige euch, was ich so regelmäßig immer wieder mal mache. Es ist noch relativ früh, wie man sehen kann, dass die Aquarien noch aus sind. Terrarium ist schon an, weil es ist kurz nach 11, also gar nicht so früh, aber ich bin so um 10 aufgestanden. Heute ist Samstag, ich habe ein paar Teile von dem Video schon vorher aufgenommen, einfach um euch das Ganze besser zu zeigen, was ich so mache, weil immer alles ein bisschen anders ist. Aber erster Schritt ist erstmal die Aquarien düngen. Und zwar habe ich hier den Dünger stehen, einmal Masterline 2, hier das 60p, bekommt jetzt 3 Spritzer, weil ja jetzt die Fahne im Hintergrund sind und so E-Messe-Pflanzen verbrauchen immer relativ viel Nährstoffe. Das 120p, da sind die Pflanzen gerade ziemlich dicht gewachsen und ziemlich hoch, deshalb kommt hier mehr rein. Da kommen so 10 Pumpen über rein, also schon relativ viel, aber das braucht das Aquarium. Hier beim 60p kommen die Pflanzen schon langsam wieder zurück nach dem Rückschnitt, deshalb kommen 2 Pumpenhübe rein. Kurz nach dem Rückschnitt und so eine Woche später habe ich so einen Pumpenhub von Masterline 2 gedüngt. Das Aquarium hier kann auch mehr als genug Dünger verbrauchen. Da dünge ich auch gleich mal. Und wie man sehen kann, bei einem Aquarium ist der Wasserstand ziemlich niedrig. Das liegt einfach daran, dass es jetzt zu warm ist und da verdunstet mehr Wasser. Und ich muss heute oder morgen Maintenance machen, deshalb muss ich da wieder Wasser nachfüllen. Und hier das Aquarium ist übrigens noch zu haben, also wenn du Interesse hast, gerne melden. Da kommen aktuell 2 Pumpenhübe rein, damit die Pflanzen auch wieder schön wachsen, weil die ein bisschen blass sind, wie man hier sehen kann. Kennt man vielleicht nicht ganz so ideal, aber so ein bisschen vielleicht ist ja auch noch überall Licht aus. Masterline Carbo ist gerade leer, muss ich wieder ein neues holen, aber lasse ich auch mal weg und mal schauen, wie das funktioniert ohne Masterline Carbo. Benutze ich auch nicht immer wieder mal. Und Masterline 1, also Eisendünger, benutze ich auch nicht. Dafür benutze ich entweder das ECA oder einen Eisenvolldünger. Aktuell noch das ECA, solange da was da ist. Da kommen hier ein paar Tropfen ran. Und auch im 60p. Und auch hier kommen 2 Tropfen ran. Oder 3, waren das jetzt. Und das war es auch mit der Düngung. Also das mache ich so gut wie jeden Tag. Wenn ich mal vergesse, ist auch nicht so schlimm. Aber eigentlich meistens in der Früh mache ich das gleich. Und sonst ist hier noch ein bisschen Chaos. Ich habe heute schon abgestaubt, also Fensterbrett und so die ganzen Oberflächen, auch die Lampen und auch Staub gesaugt. Das habe ich schon vorher gemacht. Habe ich mir gedacht, ist fürs Video nicht so wie interessant wahrscheinlich. Noch die Eimer vom Wasserwechsel von letzter Woche. Die muss ich heute auf jeden Fall wegräumen. Hier habe ich gerade einen Test gemacht. Ich habe was gedruckt. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und zwar habe ich so einen kleinen Topf gedruckt. Und hier druckt gerade noch ein größerer. Das schaut, finde ich, richtig cool aus von der Oberfläche und ist auch wasserdicht, habe ich gerade getestet, also kommt kein Wasser durch, schauen jetzt eine Zeit lang und den kann ich entweder hier für die Kokedama verwenden, so wie hier, oder so als Pflanze oder Barbecuserschale könnte man das auch benutzen, also zum Beispiel, wenn man jetzt hier so sukkulente Pflanzen einsetzt, mit ein bisschen Sand, wird das, glaube ich, richtig gut ausschauen. Jetzt ist außen so strukturiert und innen glatt, ich könnte es aber auch innen so strukturiert machen. Vor allem, wenn ich da vielleicht ein größeres Gefäß mache, wo man Barbecuserbälle reinlegen kann, könnte das dann auch ganz gut ausschauen. Das ist so ein mattes Braun, das finde ich sehr cool. Und hier geht gerade das Licht an, auch ganz gut. Ich habe jetzt hier vorübergehend das eine Regal hier wieder hingestellt. Ich denke, das wird jetzt nicht für immer hier stehen, aber vielleicht für ein paar Wochen mal vorübergehend. Und dann schauen wir mal weiter, was hier noch hinkommt. Aber ich habe, wie ihr schon gesehen habt, ein paar Sachen gekauft. Und zwar Kakteen. Und auch Sukkulenten, also hier so Steine, also lebende Steine, glaube ich, nennt man die auch, finde ich sehr cool. Und zwar möchte ich das Glas hier einrichten, das Neoglas. Da waren die fleischfressenden Pflanzen drinnen, die habe ich jetzt weggegeben, weil das sah einfach nicht mehr gut aus. Jetzt habe ich aktuell hier die Hackerstones reingelegt, einmal einen Hackerstone von Liquid Nature, einmal hier von ADA, von den Kumo-Sachen, was jetzt neu sind, gibt jetzt hier auch so Sand und Kies und auch Steine. Und dann gibt es auch die Yagu oder Yagu-Steine oder irgendwie so eine Art, ich werde euch das einblenden. Und die schauen echt fast aus wie Hackerstones. Also passt hier echt sehr gut dazu. Auch teilweise so strukturiert. Finde ich sehr, sehr cool. Und da möchte ich was einrichten mit den Kakteen. Finde ich sehr cool. Ich habe früher als Kind auch mal Kakteen gesammelt und hatte da einige und hat sich dann irgendwann aufgehört. Ab die letzten Tage war ich bei Stielreich, das ist ein Pflanzenshop, der
ganz in der Nähe vom alten Laden von Liquid Nature ist. Da war ich gemeinsam mit dem Stefan, weil er ein paar Pflanzen wollte. Und ich habe mir dann auch welche gekauft, zum einen die Kakteen und Sukkulenten. Die zwei habe ich noch von woanders, da war ein Rest von dort. Und noch zwei andere Pflanzen. Einmal die hier, und die finde ich richtig cool. Das kommt jetzt, glaube ich, von der Farbe gar nicht so rüber. Doch, hier so ein bisschen. So, die ist so bläulich, so silber. Finde ich sehr, sehr cool. Also, die wollte ich mir schon länger mal kaufen. Und jetzt habe ich sie einfach mitgenommen. Amidrium Silber oder so, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber irgendwas mit Amidrium. Und noch eine zweite Pflanze, und zwar so einen kleinen Baum, der so ganz feine Blätter hat. Gefällt mir auch sehr gut. Vielleicht mache ich da mal einen Kokedama draus. Könnte auch ganz gut passen. Aktuell ist der Topf fast ein bisschen zu groß, aber geht sicher noch aus. Auch sehr, sehr cool. Also hier habe ich das Neoglas, da kommen die Sukkulenten und Kakteen ran. Hier unten habe ich so eine Aufzuchtstation mehr oder weniger. Hier sind Anthuriumpflanzen, hier auch noch mehr. Hier sind auch verschiedene Pflanzen, also hier auch irgendein Anthurium. Aber auch hier ein Farn und auch verschiedene Farne. Und das wird erstmal hier bleiben. Mal schauen, was da drunter noch kommt. Das sind erstmal noch so Sand, Kies, ein paar Aquariumpflanzen. Weil ich habe jetzt auch ein paar andere Sachen gekauft bei Liquid Nature. Und zwar die Cellgläser. Die sind richtig cool. Da werde ich noch ein extra Video machen, wo ich die ganzen Sachen einrichte. Das sind neue Gläser von Doha und die gefallen mir sehr. Und ich konnte mich nicht entscheiden, welches ich nehmen soll. Weil es gibt da drei verschiedene Farben. Einmal Amber, da ist es unten so orange. Einmal Emerald, da ist es unten so grün. Und einmal Clear, wenig überraschend, dann ist das unten klar. Also sind sehr coole Gläser, weil die so einen Deckel haben, wo man es mal abnehmen kann. Dann kann man hier gut Pflanzen ansetzen und haben auch hier so eine Schale, dass das Wasser hier unten durchsickern kann, was man rausnehmen kann. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob die hier oben stehen oder vielleicht hier daneben. Ich glaube, das sollte sich von der Höhe ausgehen, weil die sind ein bisschen niedriger als das. Ich glaube, die sind circa so groß wie das Bild hier. Also der Deckel oder so ist ein bisschen extra oben. Also sollten circa so groß sein wie das Bild. Also hier haben wir noch zu Stillreich, da habe ich die Pflanzen geholt. Und von Aka sind auch Pakete gekommen. Zweimal 10 Kilo Drachensteine, habe ich auch schon reingeschaut. Also sind gute Größen dabei und ich denke, das sollte reichen für das Projekt, was ich vorhabe damit. Und dann hier ist mein Rucksack und hier noch ein paar andere Sachen. Einmal der Bakto-Shot, der ist relativ neu. Dann hier neuen Kleber für die nächsten Layouts, da kann man nie genug haben. Dann den Dünger, den benutze ich ja bei den 30 Liter Cube und möchte ich auch mal ausprobieren. Einmal MPK-Dünger, einmal Eisendünger und einmal das flüssige CO2, was aber kein CO2-Ersatz ist, schon mal vorneweg. Also wenn ihr schöne Pflanzen haben wollt, braucht ihr trotzdem eine CO2-Anlage. Das kann nur zusätzlich unterstützend wirken. Natürlich Special Blend, ich habe jetzt die kleinen Flaschen genommen. Dann Night Out 2. Dann hier Wasseraufbereiter kann man auch immer brauchen, vor allem wenn man Sachen mit Chlor reinigt. Ist immer gut, die mit Wasseraufbereiter und Wasser natürlich zu spülen. Und dann hier noch zwei neue Sachen. Weiß ich noch nicht, wie oft ich die verwenden werde. Einmal Wasseraufbereiter für Garnelen. Wenn man jetzt Garnelen züchtet oder Garnelenaquarien hat, ist das sehr zu empfehlen. Einmal Wasseraufbereiter. Dann noch einmal Maischrimp Care, also Garnelenpflege mit Aloe Vera. Und ich glaube, da sind noch verschiedene andere Kräuter drinnen. Also sorgt einfach dafür, dass den Garnelen gut geht. Ich habe schon angefangen, die Fahne von oben runter zu nehmen, damit, wenn ich dann das Aquarium abbaue, das Ganze schneller geht und ich nicht alles auf einmal machen muss. Deshalb werde ich das nach und nach immer wieder machen. Heute kommt der Farn hier weg. Da habe ich sogar schon hier einen Ableger davon rausgenommen. Und ich glaube, ich habe ein Stück, was doppelt so groß war wie das hier, eingesetzt. Und jetzt schauen wir mal, wie wir den wegbekommen. Sehen wir stückweise, dass die Wurzeln erhalten bleiben. Also echt krass, wie schnell der gewachsen ist. Und meistens ist es so, dass ich gar nicht die ganze Maintenance an einem Tag mache. Also der Wasserwechsel ist meistens schon so, dass ich täglich bei allen Aquarien einen Wasserwechsel mache. Aber meistens mache ich dann über die Tage verteilt immer ein paar Kleinigkeiten. Sei es jetzt irgendwelche Pflanzen, die schon zu groß gewachsen sind. Zum Beispiel hier ist eine Bacopa, die einfach eh mehr schon wächst, dass ich, wenn ich die nicht haben will, die wegnehme. Oder wenn irgendwelche Blätter auf der Oberfläche schwimmen, dass ich die auch absammle. Das mache ich so jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Immer wenn ich so Lust habe. Und so wie jetzt, ich denke, ich werde auch jetzt dann gleich den Wasserwechsel machen, weil der jetzt auf Wasser nachgefüllt werden muss und dann macht das nicht viel Sinn, dass ich dann morgen nochmal alles herrichte zum Wasser nachfüllen. Aber jetzt kommt mal der Farn hier weg und der ist schon echt tief verwurzelt hier. So. Hier ist auch noch eine andere Pflanze. Ich glaube, das ist eine Monstera-Art.
eine kleine hier, die hier, finde ich auch sehr cool mit den Blättern. Schaue ich auch, wo ich die hinsetze, werde ich auch sicher einen Platz finden. Hier der Tank Buddy ist echt praktisch für solche Sachen, dann kann man die gleich irgendwo ablegen. Und hier unten habe ich noch einen Eimer für die Blätter, was wegkommen, oder die Stücke, oder die Pflanzenstücke, was wegkommen, damit ich die auch gleich wegschmeißen kann. Ja, ist echt viel am Fahren, was ich hier habe, also was sich hier gebildet hat. Und ich möchte auch gleich das Layout so ein bisschen ändern über die nächsten Wochen. Also immer wieder mal so ein paar Pflanzen entfernen und irgendwie zu tauschen, also jetzt nicht irgendwie neue Pflanzen zu kaufen extra dafür. Also vielleicht mal die Moose, was so überhängend wachsen, rausnehmen und einfach schauen, wie sich das so verändert, bis ich es halt dann neu mache. Weil das wird jetzt nicht irgendwie die nächsten Tage, Wochen sein, dass ich das abreiße, aber halt vielleicht die nächsten Monate. Hier zum Beispiel bei Copa wächst schon echt mehr E-Mers. Ich muss jetzt auch eigentlich die Hintergrundpflanzen schneiden, oder zumindest demnächst, weil die schon ziemlich überwuchert sind. Hier habe ich auch so einen Pad. Das ist ziemlich voller Cyanobakterien. Also ich habe hier nur an der Stelle hier ein paar Cyanos. Also sonst nämlich habe ich sie noch nirgendwo entdeckt. Aber dann kommt das einfach gleich weg. Das eine Pad. Die Bäuste hier sind eh schon viel zu dicht. Also hier kann man sehen, das ist schon alles braun, weil da kein Licht hinkommt. Das muss eh weg. Dann haben wir hier wieder viel mehr, was wir da sehen können vom Hardscape. Okay, das Moos, was mit dem Monte Carlo so extrem vermischt ist, kommt erstmal weg. Dann hier sind noch einige Wurzeln von dem Farn. Ist jetzt die Frage, der Farn hier ist sowieso schon zu groß. Den muss ich eigentlich auch mal wegnehmen, weil der einfach schon zu viel Platz hier wegnimmt. Ich muss sagen, ich habe das schon sehr gemocht, dass überall Sachen rausgewachsen sind. Aber jetzt, wo die Farne weg sind, schaut das ganze Layout auch nochmal anders aus und auch gut aus. Also ist die Veränderung auch mal ganz gut, das mal anders zu sehen. Deshalb hole ich da, denke ich, heute mal relativ viel Pflanzenmasse aus dem Aquarium und auf dem Aquarium raus. Also hier auch eine schöne Orchidee. Werde ich mal auf jeden Fall irgendwo aufheben und irgendwo einen Platz suchen. Da hängt immer viel Zeug dran. So. Hier der Farn. Den finde ich auch sehr cool. Ich habe den jetzt aus dem Amrizom zerbrochen, aber ich denke, das wird nicht so schlimm sein. Habe ich mehrere Stücke von jetzt. Muss ich auch schauen, dass ich da einen Platz finde. Also einiges an Pflanzen, die hier heute rauskommen. Ich nehme mir gleich die Schale kurz, um ein bisschen Moos aufzuheben. Für die Cellgläser. Weil da habe ich das, müsste das Mini-Christmas-Moss sein. Aber einfach eine vesikulare Art, sehr gut auch E-Mers wächst, also über Wasser. Und da holen wir gleich mal ein paar Hände raus, weil das eh viel zu viel ist schon. Also eine schöne Schale voll mit Moos. Okay, ich habe fast ein bisschen übertrieben, also es schaut jetzt fast aus, als ob ich es jetzt schon abbauen würde. Aber das Wasser ist noch gerade ziemlich trüb, weil ich einige Pflanzen im Hintergrund ausgerissen habe. Das meiste vom Myrophyllum habe ich rausgerissen, das war schon viel zu dicht und zu verwachsen. Das hätte ich einfach öfter schneiden müssen, damit das schöner bleibt. Und jetzt müsste ich es neu setzen oder halt, ich lasse sie weg und die anderen Pflanzen ein bisschen mehr schauen. Ich habe ja noch andere Pflanzen, hier hinten wächst jetzt ganz schön die Storogyne repens, was ich gesehen habe. Und ein paar Rhodala-Arten und auch das Eleucharis wächst da ganz gut. Deshalb ist es okay. Es schaut jetzt ziemlich wüst aus. Ich hole da noch den großen Busch vom Eleucharis raus. Schaut ein bisschen wüst aus. Jetzt mache ich einen großen Wasserwechsel, um die ganzen Sedimente und den Mulm rauszusaugen, weil der soll nicht im Aquarium bleiben. Dann schaut es wieder gut aus. Ich habe hier den langen Schlauch, der bis zur Toilette geht. Den halte ich jetzt an Filter, dann saugt er automatisch an. Einfach kurz hinhalten. Dann saugt er schon, dann zuhalten und nach vorne. Und dann kann ich den Filter auch abschalten.
Jetzt habe ich leider eine Sache vergessen, die ich eigentlich immer zuerst mache, bevor ich Pflanzen oder so zurückschneide. Und zwar die Scheiben sauber machen. Das mache ich jetzt, während ich Wasser ablasse. Ich hebe zuerst noch ein bisschen Schmutz auf. Und dann putze ich schnell die Scheiben. Ich mache jetzt einen großen Wasserwechsel, so circa bis hierhin. Dann mache ich noch bei einem anderen Aquarium einen Wasserwechsel, da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Also einfach zuerst Scheiben reinigen, dann Mulm aufwirbeln, dann Wasser wechseln und neues Wasser rein. Also sehen wir uns dann gleich wieder. So, Wasser ist gewechselt, ich habe auch schon aufgehärtet. Ich wechsle ja das Wasser mit Osmosewasser. Vielleicht noch ein wichtiger Tipp, vor allem jetzt im Sommer, ist, dass man nicht mit zu kaltem Wasser zu große Wasserwechsel macht. Weil auch wenn das Wasser jetzt zu warm ist und vielleicht 27, 28 Grad hat, und man macht einen großen Wasserwechsel, füllt ganz kaltes Wasser ein, dann ist der Schock für die Tiere ziemlich groß und das könnte nicht so gut sein. Deshalb, auch wenn es zu warm ist, nicht eiskaltes Wasser benutzen, sondern halt ein bisschen kühleres und das Aquarium so generell kühlen mit einem Lüfter oder so. Ich kühle den Raum mehr oder weniger, wenn ich nicht gerade Videos aufnehme, rennt die Klimaanlage. Und jetzt, weil ich relativ viel gemacht habe, benutze ich gleich die neuen Bacto-Shot von Aka. Also vor allem, wenn man das Aquarium startet oder wenn man eine große Maintenance macht. Ich habe jetzt sehr viel Mulm aufgewirbelt, sehr viel Bodengrund aufgewirbelt. Hier steht im Bacto-Shot pro 150 Liter Wasser sind jetzt so ca. 300 Liter, aber ich denke, einer reicht auch erstmal aus. Der färbt das Wasser ziemlich ein, das ist Zeolit zum Teil, aber das setzt sich nach einem Tag oder nach ein paar Stunden wieder. Ein bisschen Wasser einfüllen. Nochmal schütteln, dass wirklich alles draußen ist. Jetzt schaut es gerade wieder schlimmer aus, aber spätestens morgen ist es wieder glasklar. So, und alles erledigt. Einmal hier Wasserwechsel und ein Teil der Schwimmpflanzen abgesammelt, weil schon ziemlich viele waren. Dann hier Wasserwechsel. Schaut eigentlich wieder ganz okay aus, also war jetzt gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Im Hintergrund ist jetzt ziemlich viel frei, aber es wird auch wieder zuwachsen zum Teil. Und mal schauen, vielleicht bleibt es auch ein bisschen freier. Sonst sind eh relativ viele Pflanzen. Auf jeden Fall ist der Look wieder ein bisschen freier und wirklich viel heller als vorher. Hier habe ich nur einen Wasserwechsel gemacht, sonst nichts Großes. Und hier am 45F habe ich ein bisschen Pflanzen rausgerissen. Da ist mir wichtig, dass man nicht auf einmal alles zum Beispiel schneidet, sondern immer nur einen Teil rausholt, damit halt immer noch genug Pflanzenmasse da ist, damit das auch noch funktioniert ohne Filter und ohne Wasserwechsel. Hier habe ich auch nur ein paar Pflanzen rausgerissen und Wasser nachgefüllt. Und auch ein paar Schwimmpflanzen entfernt, weil das auch schon ziemlich voll war. Ist jetzt auch wieder ein bisschen klarer. Ich habe übrigens hier bei den Pflanzen so Wollläuse. Ich habe hier auch schon so, hier sind sie, Larven der grünen Florfliege im Wabenkarton. Von Stielreich habe ich hier mitgenommen. Die kümmern sich jetzt hoffentlich um die Wollläuse, weil ich habe die auch hier zum Teil. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist ein bisschen nervig und ich möchte nicht irgendwie eine Chemie oder irgendein Gift verwenden, weil ich hier auch das Aquarium habe und auch generell, wenn ich dann irgendwo hier irgendwie ein Gift verwende, dann bin ich immer so vorsichtig, nicht, dass dann irgendwas zu den anderen Tieren kommt. Dann hier habe ich auch noch einfach einen Wasserwechsel gemacht. Schaut auch wieder ganz gut aus, auch wieder schön sauber und richtig schön klar. Hier habe ich auch noch Wasser nachgefüllt. Ich habe jetzt mal die Lampe ein bisschen runtergedimmt und habe das Loch hier aufgemacht, da muss ich irgendein Gitter-Einsatz drucken, wenn dann die Vampirkrabben reinkommen, damit die nicht hier nicht rauskommen. Aber es war immer sehr beschlagen und ziemlich warm da drinnen. Also da staut sich richtig die Wärme, weil das nicht so eine gute Zirkulation hat. Es ist nur hier oben der Schlitz, den man ein bisschen aufmachen kann. Und halt hier das Loch. Ich brauche da noch so einen Lüfter, den gibt es ja von Doha, aber aktuell noch nicht bei uns. Aber der sollte auch bald wieder kommen. Dann werde ich mir den Lüfter kaufen, der hier passend zupasst. Hier habe ich das Moos, ich habe noch so einen zweiten Becher gedruckt. Das hebe ich erstmal auf. Und hier habe ich auch noch eine größere Version gedruckt. Da habe ich aber die Wände ein bisschen zu dünn gemacht, das ist noch zu wackelig. Aber schaut auch richtig cool aus und wenn man da irgendwie so eine Landschaft reinbaut und so das Topf benutzt, ist eine coole Sache. Hier habe ich noch Lampen, einmal das Magnet Light und von ONF das Licht. Und weil ich selbst nicht abwarten kann, packen wir jetzt die Gläser schon aus und einrichten, tun wir sie dann vielleicht im nächsten Video. Also hier einmal die Ember-Version, ich muss ein bisschen aufpassen, ist ein bisschen zerbrechlich. So, hier haben wir eine Anleitung auf Japanisch und noch auf Englisch. Aber ich glaube, da braucht man nicht unbedingt eine Anleitung dafür. Hier hat man auch schon das Ember-Glas. Dann geht es hier nach unten und hier hat man den Deckel.
mit Bodengrund, weil das ist auch noch dabei. Einmal so Bimsgestein als Drainageschicht und Tropical River Soil, also so ein bräunlicher Soil, der nicht so extrem viel Nährstoffe hat für das Ganze. Und ich glaube, das müsste auch ausreichen, also 700 Milliliter sollte für das ganze Teil reichen. Dann das finde ich noch richtig cool an den Gläsern, den Einsatz hier, dazu geschlitzte Löcher, dann kann hier unten das Wasser drinnen sein, hier der Bodengrund und die Pflanze. Und man kann das Wasser immer wegschütten, wenn zu viel ist oder das Wasser schon schlecht wird und nicht mehr so schön ist. Und dann hat man hier das Gefäß. Und hier ein Deckel mit einem Loch auf den Deckel und einem Loch auf den Seiten. Dann hier noch das Emerald. Und das Clear. Ich muss sagen, anfangs dachte ich, dass mir das Clear am besten gefällt, als ich die Bilder und so noch gesehen habe. Aber ich glaube, dass das Clear ein bisschen nervig sein wird, wenn das Wasser nicht so schön ist. Und da ist es dann bei den anderen Farben vielleicht ein bisschen besser, dass man es dann nicht so sieht. Aber jetzt habe ich alle drei Gläser und in einem der nächsten Videos wird das eingerichtet. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Das Glas werde ich dann auch in dem Video einrichten. Also gibt es dann ein XXL Terrarien Barbecusa Einrichtungsvideo. So, hier noch ein Update zu den 30 Liter Cube. Ignoriert den Wäscheständer im Hintergrund, der muss irgendwo hin. Das Aquarium entwickelt sich eigentlich ganz gut, also ich mache da relativ wenig. Ich mache relativ wenig Wasserwechsel, fülle meistens nur Wasser nach, dünge hier mit den MPK-Dünger. So ein bis zwei Pumpenhübe alle zwei Tage, je nachdem wie ich dran denke. Und dann noch hier das Bio-CO2. Aber wie man sehen kann, die Pflanzen wachsen halt nicht so schön wie in einem Aquarium mit CO2. Also vor allem auch das Monte Carlo ist richtig winzig und nicht so schön gewachsen. Und die anderen Pflanzen auch, hier der Farn, auch das Myrophyllum, Roraima, schaut überhaupt nicht gut aus und die Stängel sind halt weiter unten immer ziemlich kahl. Aber für das bin ich im Groben und Ganzen ganz zufrieden. Ist halt nicht so high-end wie die anderen Aquarien drüben. Aber das ist hier auch ganz okay und Wasser nachfüllen muss ich auch noch, weil der Filter gerade ein bisschen plätschert. Aber nicht so schlimm, das mache ich gleich noch. Vielleicht ist euch vorher das auch schon aufgefallen, und zwar der Becher hier mit ein paar Pflanzen. Das ist Blacklia longifolia, so eine Knollenpflanze, die ich in den alten 60p Layout hatte und die hat mal geblüht. Dann habe ich die Samen in den Becher hier aufgehoben, das war jetzt glaube ich schon fast ein Jahr her. Die Samen haben relativ lange nichts gemacht, also ich glaube ein paar Monate ist gar nichts passiert. Dann habe ich das Ganze vergessen, es ist ausgetrocknet, dann habe ich das Ganze wieder nass gemacht. Und dann sind die Samen gekeimt und jetzt habe ich sie mal ins Aquarium gegeben, weil das ja eine Unterwasserpflanze ist und die halt Wasser braucht. Mal schauen, wie sie wächst. Bin gespannt. Ein Punkt, der eigentlich fast jeden Tag dazu kommt, ist das Tiere füttern, also die Fische und die Frösche füttern. Das kann und werde ich euch heute aber leider nicht zeigen, weil ich ja heute eine große Maintenance für den ganzen Aquarium gemacht habe. Und da fütter ich dann die Fische nicht, also da lasse ich dann einen Tag Pause. Manchmal fütter ich sie vorher, aber das habe ich heute nicht gemacht. Und jetzt nach der Maintenance, wenn die Fische gestresst sind, will ich sie nicht unbedingt füttern. Also gibt es das heute leider nicht zu sehen, das kommt auch meistens noch dazu. Das ist dann immer ganz unterschiedlich, manchmal gibt es Lebensfutter, manchmal Frostfutter und meistens aber Granulatfutter, meistens das Biokran von Acker. Das ist ein sehr gutes Futter, was die Fische sehr gern annehmen. Und sonst, was dann auch noch ein großer Part ist von meinem Alltag hier, ist das Videos produzieren, also filmen. Alles dauert immer ein bisschen länger, wenn man die Kamera aufbaut und überlegt, wie man das ins Video einbauen will. Und dann natürlich dann hier am Schreibtisch die Videos schneiden und auch noch neue Videos überlegen. Also das ist auch ein großer Punkt, was halt zur Arbeit da dazugehört, aber was mir auch sehr viel Spaß macht. So, von dem Platz hier versende ich Pakete. Also ist gerade eine Bestellung reingekommen mit einem Soil Scoop und ein Set aus drei Metallemblemen. Dann kommt noch ein schwarzes Kuvert dazu und Sticker und eine Visitenkarte. Dann habe ich noch auf das Kuvert unterschrieben, damit ihr wisst, dass es persönlich von mir verpackt wurde. Dann habe ich das Ganze hier in diesem Karton verpackt. Einmal den Kuvert rein und den Soil Scoop mit Papier, dass er geschützt ist. Das ist ein Filamentkarton, den ich aktuell wieder verwende. Ich brauche davon einiges an Filament und die Kartons, bevor ich sie wegschmeiße, passen sie ganz gut zum Versenden, denke ich. Ich habe auch hier hinten so einen Stempel und hier kommt dann gleich noch das Versandlabel drauf. Was ich ausgedruckt habe, habe ich jetzt noch nicht gemacht, damit ihr die Adresse natürlich nicht seht von den Kunden. Und hier versende ich alles und stelle auch die 3D gedruckten Sachen her. Zum Beispiel bei den Covers für die Razer und Scraper ist es ja so, dass die nicht aus dem 3D Drucker rauskommen und fertig sind, sondern die muss ich immer ein bisschen nacharbeiten, damit die halt schön sind, weil da immer noch so ein bisschen Supportfilament dran ist, damit das Ganze gut gedruckt werden kann. Und ich teste sie auch alle, damit sie funktionieren.
muss sie verpacken und hier das Etikett draufkleben. Und die gibt es ja auch bei Liquid Nature und da kommt noch ein zweites Etikett drauf mit einem Strichcode. Also die 3D gedruckten Sachen gibt es jetzt, wie gesagt, auch bei Liquid Nature zu kaufen. Falls ihr dort bestellt oder dort seid, dann könnt ihr sie auch dort kaufen. Dann drucke ich natürlich auch Sachen für mich selbst oder auch für Freunde oder auch irgendwelche Sonderaufträge. Und hier habe ich jetzt die Tage für den Juris, Grüße gehen raus, so Wandhalterungen für seine Kamera gedruckt. Also hier kommt noch so ein Stativkopf drauf. Und dann kann man die Kamera irgendwo an der Wand platzieren für ein Juris sein Studio, damit er mehr Kameraperspektiven hat. Und da habe ich ein paar für ihn gedruckt und werde sie dann auch zu ihm senden. Also sowas ist auch immer ganz cool. Und generell 3D gedruckte Sachen machen mir sehr viel Spaß, irgendwie neue Sachen auszuprobieren, so neue Sachen zu entwerfen. Also vielleicht kommt noch das ein oder andere Produkt in meinen Shop. Aber ich will immer Produkte haben, die ich selbst sehr sinnvoll finde, so wie die Covers für die Razer oder auch den Soulbecher finde ich sehr praktisch. Und das sollen immer Produkte sein, die passen. Also je nachdem, was ansteht, mache ich hier täglich ein paar Sachen. Entweder Bestellungen verpacken und verschicken. Das aktuell ist es so, dass so alle paar Tage mal eine Bestellung reinkommt. Also jetzt nicht so extrem viel. Und ich schaue immer, dass ich die so schnell wie möglich, wenn ich Zeit habe, verpacke. So läuft der Drucker eigentlich so gut wie jeden Tag. Also das ist ganz cool und macht mir immer noch sehr viel Spaß, da immer Sachen zu machen. Auch das ganze Verschicken und Verpacken macht mir aktuell sehr viel Spaß. Also ich freue mich immer, wenn ich hier ein Paket verpacke, das zu irgendjemandem von euch geht und ihr das auspackt und die Sachen benutzt und cool findet. Das macht mir immer sehr viel Spaß und freut mich. Also mein Ziel mit dem Ganzen hier ist einfach, coole Produkte zu erschaffen. Und natürlich möchte ich damit auch ein bisschen Geld verdienen. Weil das Coolste wäre, wenn ich irgendwann mein eigenes Aquascaping-Studio hätte, wo auch die ganzen Sachen von hier reinpassen. Also der 3D-Drucker und alles hier, so eine kleine Werkstatt. Ich hätte auch noch Lust auf mehr Sachen, vielleicht so einen Laser oder einen Plotter. Das sind so Sachen, wo ich mich aktuell ein bisschen damit beschäftige. Aber ich lasse mir immer ein bisschen Zeit und informiere mich zuerst ein paar Wochen, Monate sogar. Auch meinen 3D-Drucker habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr vorher Videos geschaut und mir überlegt, ob ich mir wirklich einen kaufen will, ob das mir so auf Dauer Spaß macht. Und da habe ich es auf jeden Fall nicht bereut. Aber jetzt zum Beispiel bei so einem Laser ist es relativ schwierig, hier in der Wohnung Sachen zu lasern. Das ist eher schwieriger. Mein Aquascaping-Studio hier ist ja eigentlich mein Wohnzimmer. Aber wie ihr sehen könnt, ich habe die eine Couch hier. Die ist ganz cool zum Sitzen, aber man kann sich nicht so richtig irgendwie hinlegen und mal irgendwie eine Serie schauen. Ich habe auch hier keinen Fernseher und ich schaue halt meistens Sachen am PC an und da arbeite ich auch immer ein bisschen was. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist richtig cool und ich bin richtig froh, dass ich das Ganze hier machen kann. Aber manchmal gibt es so Momente, wo ich mir denke, es wäre einfach entspannter, wenn ich hier, wo ich wohne, nicht alles voll mit Aquariensachen hätte. Weil es ist ja nicht nur der Raum, wie ihr sehen könnt, die Küche ist ja auch mehr oder weniger voll mit Aquariensachen und auch mit den Online-Shop-Sachen. Auch im Schlafzimmer ist die Hälfte der Schränke voll mit Aquariensachen, mit Hardscape, mit allem möglichen Zeug. Und manchmal stört es mich ein bisschen, aber nicht so extrem. Und ich habe schon öfters mal angesprochen, dass mein großer Traum wäre, ein eigenes Aquascaping-Studio wo zu haben. Und ich bin jetzt die letzten Monate immer wieder am Schauen, ob ich irgendwas finde in der Nähe. Weil es gibt so ein paar Dinge, die mir da wichtig sind, wo ich mir noch so sicher bin und die alles ein bisschen zusammenhängen und ich mich nicht so schnell entscheiden kann für etwas, weil wenn ich mich für das eine entscheide, dann hat das mehrere Konsequenzen. Weil zum einen habe ich aktuell kein Auto, ich wohne in der Stadt, ich komme zu Fuß schnell zum Bahnhof und zu allen möglichen Läden und bin auch dann schnell in Wien bei Liquid Nature und habe jetzt seit 1,5 Jahren kein Auto, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. Ich habe es jetzt, glaube ich, 3-mal in der Zeit von meiner Schwester ausgeborgt, wo ich wirklich ein Auto gebraucht habe. Aber sonst hat es mir nicht so richtig gefehlt. Ich bin aktuell wieder ein bisschen überlegen, mir bald wieder ein Auto zu holen, was halt mit dem Studio auch ein bisschen zusammenhängt. Es sind dann auch wieder einige Kosten, was ein Auto mit sich bringt. Was das Studio angeht, gibt es da mehrere Möglichkeiten. Und zwar einmal, dass ich irgendwas finde, was hier sehr nah ist an meiner Wohnung, wo ich halt zu Fuß hingehen kann. Das wäre so mit am idealsten. Der Nachteil dabei ist, ich wohne in der Stadt, da ist alles ein bisschen teurer und das meiste, was ich so gefunden habe, sind so Läden, also so Geschäfte, wo man dann auch tendenziell mehr Miete zahlt als jetzt irgendwo anders. Und ich brauche halt keinen Laden, wo Leute hinkommen können, sondern ich möchte einfach nur ein Studio haben, wo ich meine Videos machen kann und meine Aquarien haben kann. Dabei ist dann auch der große Punkt, wie groß soll das Ganze sein? Ich habe hier jetzt, glaube ich, so 24, 25 Quadratmeter mit dem Raum drüben, vielleicht nochmal so 10, 15. Also wäre theoretisch irgendwas mit so 40, 50, 60 Quadratmeter ausreichend. Aber da denke ich mir dann wieder, wenn ich jetzt irgendwas nehme mit so 50 Quadratmeter, dann ist es vielleicht in einem Jahr eher wieder zu klein und ich bereue es, dass ich nicht gleich was Größeres genommen habe. Weil wenn ich dann irgendwie nach 2 Jahren wieder mehr Platz brauche und wieder umziehen möchte, kostet das natürlich wieder unnötig viel Geld.
Deshalb wäre es fast besser, gleich ein bisschen was Größeres zu nehmen mit so um die 100 Quadratmeter, wo man dann gleich mehr und ausreichend Platz hat, um noch mehr Projekte zu machen. Und das kostet natürlich gleich wieder mehr Geld. Andere Möglichkeit wäre, ein Studio zu suchen, was ein bisschen außerhalb ist, was jetzt nicht in der Innenstadt ist. Und das wäre auch mehr so eine vorübergehende Lösung. Also wenn, dann würde ich irgendwas suchen wollen, was außerhalb von der Stadt ist, wo ich jetzt wohne, aber wo ich dann tendenziell auch in Zukunft hinziehen kann, damit das wieder nicht so weit weg ist. Weil ich glaube, das wird dann richtig nervig, wenn das Studio dann weiter weg ist und man immer mit dem Auto hinfahren muss. Oder halt immer länger braucht, das würde mich, glaube ich, auch auf Dauer nerven. Deshalb ist das halt auch wieder schwierig, was zu finden, was außerhalb ist und wo man dann tendenziell noch in der Nähe eine Wohnung findet in Zukunft. Und beides auf einmal zu suchen, also eine neue Wohnung und ein Studio, wäre dann erstmal zu teuer, weil so ein Umzug kostet immer viel Geld, also zum einen Maklerprovisionen und Kautionen und alles weitere, was dazukommt und dann vielleicht ein paar neue Sachen. Das ist dann nicht so günstig und wenn man das dann gleich doppelt macht mit einem Studio und einer Wohnung, dann wird das schon sehr teuer. Und das ist ein Punkt, wo ich so ein bisschen überlege, was jetzt auch neue Terrarien angeht, weil wenn ich dann in ein paar Monaten wirklich irgendwas finde und umziehe, dann ist alles, was ich hier jetzt noch aufbaue, extrem viel mehr Arbeit, weil so ein eingerichtetes Aquarium oder Terrarium zu transportieren, ist immer sehr viel Aufwand. Also allein das Paludarium war schon sehr viel Aufwand und wenn man das dann mal 10 hat, mehr oder weniger, dann ist natürlich noch viel mehr Aufwand. Aber dennoch bin ich auf der Suche und ich weiß noch nicht genau, was es werden soll. Ich hätte dann am liebsten schon zumindest etwas mit so 60 Quadratmeter, wenn nicht mehr. Aber mehr ist halt dann finanziell die Sache, ob ich mir das leisten kann und leisten will. Also mal schauen, vielleicht finde ich ja irgendwas oder falls ihr irgendwas vielleicht zufällig wisst, ich glaube zwar nicht, also irgendwas in St. Pölten oder Umgebung von St. Pölten in Niederösterreich. Vielleicht ist ja irgendjemand dabei, wer weiß, also gern melden. Aber ich bin immer schon am Suchen und vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Das wäre halt schon richtig cool, mein eigenes Studio zu haben, wo wirklich viel Platz ist, wo man viel Projekte umsetzen kann und viel machen kann. Ich habe dann auch überlegt, dass je nachdem wie groß und schön das wird, dass ich vielleicht so kleine Events mache, wo mal Leute so vorbeikommen können, so Tag der offenen Tür mäßig. Das kommt halt drauf an, wie das von der Location ist und von der Größe ist. Aber das wäre auch eine coole Sache. Ich möchte auf keinen Fall irgendwie einen Laden machen und Sachen verkaufen. Das wäre schon eine coole Sache. Also abonniert gerne meinen Kanal, um mich zu supporten. Also müsst nicht irgendwie was kaufen oder irgendwie Geld ausgeben, sondern schaut einfach meine Videos, liked die Videos, kommentiert vielleicht noch und abonniert meinen Kanal. Und das würde mich schon sehr supporten und sehr freuen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps, wie ich irgendetwas finden kann oder irgendwelche Ideen, dann schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, war es mit dem Video. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ich mit dem großen Paludarium umgezogen bin, dann klickt jetzt in das Video, da zeige ich euch den ganzen Umzug und auch so ein paar Updates hier im Studio und dann bis zum nächsten Mal.